zusammen zu meinem neuen Reise-Vlog. Nämlich mein Experimentier-Reise-Vlog. Ich habe euch jetzt verschiedene Perspektiven von meiner GoPro einmal da zum zeigen. Die eine ist der Swiss-Track, die normale, wie ihr sie schon kennt, und die andere ist die Schulter und der Kopf. Die Schulter und der Swiss-Track habe ich in einem aufgenommen. Und da tue ich immer ein gerne switchen. Und die zwei Aufnahmen habe ich gemacht, als ich wieder auf Zug gegangen bin. Die mit dem Kopf habe ich nur mit einer gemacht. Das war auch mit Reis ins Zuckerland. Nämlich die zweite GoPro, die ich gekauft habe, habe ich auf dem Weg in das Zuckerland gemacht. Was ich auch gerne ausprobieren oder mit euch im Dialog war, welche Perspektive euch am meisten gefällt. Ich bin sehr gespannt und wollte eigentlich gar nicht mehr sagen, als lasst euch inspirieren und gebt mir Feedback bis zum nächsten Reise-Vlog. Euer Jan.